Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. So, ich habe hier relativ wenig weitergemacht. Ich muss echt mal schauen, dass ich mir jetzt mal Zeit nehme. Vielleicht mal ein paar Leute frage, ob die mir nicht helfen wollen, hier irgendwie eine schöne Basis aufzubauen, weil ich bin echt. Ich habe keinen Plan, was ich hier hinbauen soll, bin ich ehrlich. So, was ich mir aber überlegt habe, erstmal die Schneebälle hier raus, die nehmen da Platz weg. Ich war erstmal der Überlegung, ob ich vielleicht mit Magie weitermachen soll, aber da habe ich auch mit keinen richtigen Bock drauf. Aller Anfang ist schwer. Boah. Ich würde erstmal sagen, jetzt wo wir hier Zugriff haben zu diesen Pipewires und so weiter, lass doch einmal einen Pulverizer bauen. Ich meine, so wirklich schwierig ist er nicht. Oh. Wir brauchen Living Rock. Ja, gut, ne? Dann sind wir wohl gezwungen, jetzt mal ein bisschen bei Botania so weiterzumachen. Da sollen wir ja so oder so hier die Jungbrunnen machen, die Petal Patchouli. Ja, gut. Wo? Ich sollte so reichen. Ich, das sollte so reichen. Dosh 2017. Alter, wir sind schon in 2017, ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das war so. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Oh, ja, war es sogar. Sehr schön. Claim Reward. Dann sollen wir hier ein paar Blumen schon mal anfangen. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich in meiner Generation hier auf die Endoflame gehen. Wir gehen aber erstmal hier auf die Pure Daisy. Für die haben wir ja schon alles. Wir brauchen einfach drei Blüten. Das platzieren wir da auch mal hier rein. Und dann machen wir hier nochmal eine unendliche Wasserquelle. Okay, komm, Floral Fertilizer. Nochmal hier die Blümchen pflücken. Man könnte jetzt argumentieren, wieso holst du dir nicht die Agricraft Seeds? Also ich habe aus der Erfahrung gemacht, du brauchst nur am Anfang für die ersten Blumen so viel. Lass mich nur gerne umstimmen. Ich meine, nachmachen kann man die ja immer noch, so ist es ja nicht. So, generell muss ich auch mal schauen wegen. Was wollte ich jetzt holen? Ah ja, Wasser. Oh, hier ist auch schon neues Peat fertig. Eins, zwei, drei. Ernsthaft, jetzt liegt der Server. So, drei Piet. Ich müsste auch bei demnächst mal den Bock aufmachen. So, was war ich jetzt? Ah ja, ich wollte einmal Wasser. Ein Wheat erstmal zum Seed machen. So, einmal so. Und noch ein Wassereimer. So, sehr schön. Generell ich habe wirklich ein paar Problemchen hier momentan im Essen, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich hier mit dem Essen anfangen soll. So, eine Pure Daisy machen wir mal ganz einfach. Flop und Flop. Pure Daisy. Und wir sollen jetzt 8 Living Wood und 8 Living Rock machen. Machen wir da mal schön hier in der Ecke. Machen wir zuerst Living Rock. Cleanstone haben wir hier. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Generell habe ich jetzt in. Ich habe vor kurzem. Okay, was heißt vor kurzem? Das war gestern. Was am Anfang habe ich natürlich hier nicht mehr. Ja, ich muss echt dringend mal schauen mit Essen, dass ich hier vorankomme. Was war das denn? Ach, hier so ein Wolf. Mensch, kannst dich mal verpissen. Ja, schrei du mich an.
Was haben wir hier noch? Wo Brot kriegen wir gerade was raus? Leck. So und so und so und so. Sehr schön. Flint brauchen wir. War unten, glaube ich. Ja. Machen wir auf jeden Fall schon mal hier die Copper Gears fertig. So. Hier, der hat noch genug Saft. Wir brauchen noch für den Maschinenframe brauchen wir noch die Iron Frames, ne? Brauchen wir 4 Stück von. Wie viel Iron muss das sein? 4. Viertel Stack Eisen, alter Finne. Alles klar. Dann nenne ich mal eine Ansage. So, was brauchen wir denn noch für einen Pulverizer? Noch eine Iron Tool, was, alles klar. Jetzt haben wir noch keine Toolwort gemacht. Also noch kein Toolwort Pattern. Natürlich geht er nicht mit Slaps. Dann hole ich auch schon mal 2 Gold raus. Es wird lustig, das zu automatisieren. Ja, generell, ich habe jetzt wie gesagt gestern auch mal wieder Infinity aufgenommen. Da erwartet euch eine schöne Überraschung. Ich habe es ja also auch schon mal in der gestrigen Folge gesagt, also ich nehme die Folge heute gerade für heute auf. Also anders ausgedrückt, ihr seht die Folge, wo ich auch aufgenommen habe am gleichen Tag. Ich wollte schon sagen am Tag vorher. So, auf jeden Fall. Es ist einfach für mich so der Fall, ich bin am Überlegen, mit Minecraft zwar nicht komplett aufzuhören, aber es ein bisschen zu reduzieren von meinem Content. Einfach schon deswegen, weil, naja, es ist für mich so ein bisschen gefühlt auf dem absterbenden Ast. Klar, es ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter zocken. Aber ich werde mal schauen, dass ich mal so andere Spiele mal zocken möchte. Wenn ich zocken möchte, zocken würde. So, Living Wood brauchen wir nur noch. Dann können wir jetzt ja hier schon. Dankeschön. Living Wood Bricks machen. Boah, das kann es doch nicht sein. Es sind 6 Leute drauf. Ein Pneumatik Servo. Was ist das für ein Geräusch? Da kann ich nicht bei mir sein. Ich bin ehrlich, ich bin immer noch kein Fan von Lurkenite Mobs. Aber naja, sind nun mal im Pack drin, Ende. Ich muss jetzt dringend mal anfangen zu bauen. Das sieht hier grauenvoll aus. So, das waren jetzt ein Redstone und 2 Eisen. Für. Ach komm, mach mal auf so. Zack, zack. Und natürlich falsch rum. So, Servo. Oh, da hat einer auf das Maul bekommen. 1, 2, so. Wow, da bekommt einer gerade richtig aufs Maul. Was? Das ist ein Witz. Das ist gerade echt ein Witz. Gib mal hier die Hatchet.
Das Living Wood sollte mittlerweile fertig sein, jawohl. So, damit sollten wir dann eine weitere Quest abgeschlossen haben. Sehr schön. Da packen wir jetzt erstmal hier rein. Hat auch was Neues freigeschaltet. Mana Pool, Mana Spreader und Wand of the Forest. Und wir kriegen eine Mana Pump. Und Horn of the Wild. Mana Pool können wir mal gerade machen. Platzieren wir mal hier. Dann ein Wand of Forest. Of the Forest. 1, 2, 3. Machen wir hier schön in schwarz. Wand of Forest. Und für einen Mana Spreader, das, oder Spreader, das war jetzt einmal, wo haben wir ihn? Willst du mich verarschen? Willst du mich jetzt echt verarschen? Alles klar! Gut, dann führen wir Botania irgendwann anders weiter. Oh. Wenn wir hier einen Mana-Star machen. Ist gut zu wissen. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem Botania erstmal später weiter. Ich möchte hier erstmal wirklich anfangen aufzubauen. Ich möchte einfach mal schauen, dass ich hier eine Basis aufbaue, weil ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, würde ich es nennen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Sehr schön. Mir wurde auch gesagt, jetzt soll ich hier auch einfach einen zweiten Ausguss machen. Ausguss. Ja, werde ich machen. Nur nicht jetzt, jetzt bin ich halt zu voll dafür. Also Slaps sind das. Ich wollte schon sagen, ihr wollt mich jetzt wieder verarschen, weil das ist jetzt schon wieder falsch. Muss mal schauen, vielleicht frage ich mal den Streetdigger mal um Hilfe. Wie gesagt, muss ich mal schauen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber naja. So, das haben wir. Das können wir jetzt mal schnell machen. Generell Shattered World abbrechen werde ich höchstwahrscheinlich nicht. Einfach, es macht richtig Spaß. Es tut meinem Kanal gut. Ich wäre so, wenn ich das abbrechen würde. So, was brauchen wir hier jetzt alles? Wir brauchen Tin Nuggets und ein Gold. Haben wir Tin Nuggets hier drin? Haben wir. Zack. 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 Glas und das hier. Okay, dann warten wir auf die Eisenplatten. Wie sieht das hier aus vom Schmelzfaktor her? Oh, ist fast fertig. Weil ich ganz vergessen hatte, ich habe eben gesehen, hier unten habe ich auch noch ein unbewusstes Quest abgeschlossen. Ich frage mich wann. Einmal hier Ventoraptor und Marker getötet, keine Ahnung, Claim Reward. Und dann hier ein Sword Tower getötet, keine Ahnung, Claim Reward. Unlocks One Quest Elsewhere. Hiermit würde ich gerne weitermachen mit Blutbank. Auf Blood Magic habe ich richtig Bock. Ja, da habe ich mich noch nicht eingelesen. So, hier kommen die Nuggets rein. Federn haben wir hier drin. Ich brauche dringend mal ein ordentliches Lager. Oh ja, das wird dringend nötig. So, wie sieht das jetzt hier eisenmäßig aus? Wird, ist schon alles durch? Wow. So, Iron Frame, da brauchen wir noch die hier. Flop, flop, flop und flop. So, da kriegen wir 4 Stück raus. Ein Machine Frame. Und wir haben einen Pulverizer. Ich freue mich. Den schließen wir mal hier an.
So, jetzt bin ich am Überlegen. Was können wir damit ein Feines machen? Ich will mal ganz kurz hier. Wo haben wir? Wo haben wir? Hier. Nehmen wir mal so einen Kupfer, oder das? Genau, das können wir jetzt verdoppeln und kriegen noch ein Apfelprodukt bei raus. Sehr schön. Super. Gut. Jetzt schon in Richtung A2 gehen, das finde ich Schwachsinn. Basic Capacitor Bank könnten wir machen. Würde ich sogar sagen, machen wir auch. Ja. Brauche ich erst einmal neuen Redstone. Und hier die Clay Pan raus. Gibt es eigentlich noch einen anderen Weg für die Plate? Müsste es doch eigentlich. In der Workbench auch. Okay. Oh, da würde ich hin. Da will ich echt hin. Aber naja. Naja. Hier die Platin-Seeds haben wir jetzt. Haben wir ja auch schon. Aber habe ich nicht wirklich weitergemacht. Kann der eigentlich mit den Nuggets auch reparieren? Wüsste doch eigentlich, ne? Nehmen wir mal hier die Spitzhacke. Echt nicht? Wow. Naja, ich würde einfach jetzt sagen, währenddessen kriegen wir 16 Silicon dafür. Wir brauchen 4 Capacitor. Wir brauchen 16 Gold Nuggets. So. Und so. Dann waren das 4 Eisen. So, ich sage das jetzt auch schon mal hier. Weil ich habe das jetzt einfach nur ein bisschen. Boah, ey, ist ja langsam. In Infinity gesagt. Ab dem 23. Mai könnt ihr mich auch wieder auf Twitch sehen. Einfach wieso wieder, ganz einfach. Ich hatte ja schon mal eine Zeit lang gestreamt. Bloß dieses Mal auch wirklich gut, sage ich jetzt mal, vom Internet her. Warum dann auch gut? Ganz einfach. Ich bekomme ab dem 23. Mai haben wir offiziell eine 100K-Leitung. Okay, eine so gesehen wirklich offiziell eine 114K-Leitung. Wir haben den Internetanbieter gewechselt. Es tut so gut, das einfach zu hören und das zu sagen. So, Manaster war Light Blue, Cyan, Red, Green. Light Blue. Hab ich kein Cyan? Cyan. Ich habe es schon wieder vergessen, was wir alles brauchen. Green und Red. Red. Und Green. So. 1, 2, 3, 4. Flop. Manaster. Wollen wir bekommen ein Faunium. Das sehen wir da doch schon mal wieder hier hin. Und die Endoflame. Ein gibt es irgendein anderes Rezept für Mana, Bruder? Verdammt. Da müssen wir jetzt doch warten mit Botania. So, hier noch was machen. Ich habe die Eisenrüstung noch nicht gemacht. Machen wir noch eine Eisenrüstung. Einfach nur deswegen, dass wir noch einen Red Heart Kanister bekommen.
holen dann erstmal hier den Redstone-Block raus. Ich glaube, das Beste ist einfach wirklich hier, dass wir uns... Oh, eine Wand erstickt. Ups. Moin. Beste wäre echt, wenn wir einfach weiterkommen wollen, dass wir uns an die Quests halten. Flop, flop. 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 Clay Reward, wir bekommen auch 3 Eisen wieder. Und wenn ich mich nicht vertue. Ja, das wollte ich. Ja, das kann man recyceln. Gut. Nein, das war hier. Sehr schön. Flop, flop. Ja, die Rüstung brauchen wir ja nicht, weil wir schon die Rüstung gerade an. Ey, das kann doch bald nicht sein, dass der Server so hart leckt. Das ist echt schon krass. Gut, wir sind aber bei 21 Minuten. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wir können in der nächsten Folge mal schauen, dass wir hier mal irgendwie größtenteils zu Ende machen. Wir müssen eigentlich hier nur noch einen Zombie besiegen, aber den erst mal finden. Stonefall hat denn. Sollte man. Warte mal. Wir haben doch hier. Ach, wir haben doch eine Ironfall gemacht, okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.